War klar. Gut, dass ich geguckt habe. Wenn man aufnehmen drückt, kann es manchmal sein, dass sich meine Capture Card einfriert. Ich habe keine Ahnung warum. Manchmal macht sie es, manchmal macht sie es nicht. Ich verstehe diesen Fehler nicht. Aber nur, auch nur irgendwie an meinem PC. Wahrscheinlich sind die USB-Ports einfach überlastet oder so. Ist auch vorrangig nur bei 4K. So. Sehr gut. Wo waren wir? Wir müssen zu der Tante. Warte. Gameplay. So. Stimmt, wir sind in dieses neue Gebiet gekommen. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Die Frage ist, da ist die Kiste. Okay, man sieht sie. Ich wusste jetzt nicht, ob die vielleicht hinterm Berg ist. Oder davor. Gefahr? Oh. Wie geht das nochmal? Ach ja. Moment, das sind neue Tiere. Oder? Nicht schlecht. Ah, ja. Erstmal racen. Nice. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Hasta la vista, Baby. Gainen Zeit. Wie geht es dir? Viel besser als mit voller Minute. Uff. Ich hab die vor allem nicht gesehen, weil die hier so gechillt haben. Die Kiste. Überhaupt nicht sass hier, so ein Altar mit so einer Kiste. Okay, die wollten, dass man so hier lange rennt. Ist aber cool, dass sie das so aufgebaut haben, dass die so Wege damit markiert haben quasi. Vorsichtig. Hallo, Reidak. Wow, so. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzig. Bogarts. Dadurch, wie der Verstand hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Natürlich geil, wenn wir die überraschen können. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du wieder einen Treffer. Nichts hilfreich. Oh, tut bestimmt weh. Bist du bereit? Ist noch einer. Mit dem Angriff muss ich drei gleichzeitig treffen, glaube ich, um das zu leveln. Aber da sind Gegnerhorden eigentlich besser, sowas wie die Zombie-Horde, die wir gemacht haben. Hey, gestern. Ich bin immer müde. Oh, dann ist ja alles wunderbar. Ins Haus kann ich nicht, dahinter ist aber was. Hoch! Hoch! Okay. Ich höre Gegner. Fliegende Gegner. Die muss ich sogar machen. Okay.
Werfen die Zeug nach mir? Okay, die sind aber schwach. Okay. Aua! Aber ich muss fliegende Gegner mit der Blume machen, ist das Problem. Wenn noch mehr Gegner... What? Alter, wie schnell der kommt. Krass. Okay. Meine Waschmaschine läuft gerade, also wenn ihr gleich irgendwie Gerappel im Hintergrund hört, es ist meine Waschmaschine. Muss ich gleich auch zwischendurch einmal hin? Zumindest die Tür aufmachen und zwei, drei Sachen schon mal aufhängen. Da ist nicht so viel drin. Weil ich habe keinen Bock, die nochmal zu waschen. So, eine Rätselkiste. Lass mal das ganze Mana mitnehmen hier. Da gibt es einen Umhang. Willst du unbedingt zurück nach New York? New York. Und weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Wait. Hä? Ah, okay, ja, das wollte ich. Aber warte, ich muss gerade überlegen. Nein. Kann ich das Steuerkreuz benutzen? Danke, das ist besser. Hä, Moment, wie muss ich das jetzt hier hinmachen? Ich würde behaupten... So. Ich bin einfach nur dumm. Okay. So müsste das gehen. Mal sehen. Was haben wir hier? Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ray, bleib bei mir. Verdammt! Oh, da sind wieder diese Schildgegner. Gar keinen Bock auf die. Aber für den Umhang würde ich das mal eben machen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Red dir das ruhig ein. Hauptsache, du lässt dich nicht umbringen. Wie dumm die laufen. Als ob sie aufs Klo müssten. Hier läuft's mir kalt den Buckel runter. Ja. Oh, der Sound ist eklig. Kann der bitte aufhören? Gegner mit Schilde, immer Pain. Das wird lustig. Wie wär's damit? Komm aus der Ecke raus hier.
Geht doch. Und jetzt noch ein Boss oder was? Natürlich. Und? Ja, klar. Also muss ich jetzt gegen den Bären kämpfen. Oder gegen beides. Ah, natürlich. Wenn verschiedene Arten Feinde aufeinandertreffen, kommt es vor, dass sie anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Es kann eine nützliche Taktik sein, zu warten. Okay, wir warten kurz. Ja, aber ich gebe dir kurz trotzdem ein bisschen Spielzeug. Das hilft nicht viel. Hallo, wieso seid ihr denn auf einmal immun gegen sowas? Lass mal den Bären angreifen, das ist glaube ich smarter. Aua. Der hat echt viel AP. Oh, er kann ja doch hier hoch. Surprise, Motherfucker. Der kann doch auf dich, ja. Anscheinend kann der Bär einfach auf dich drauf. Yo, let's go. Wieso geht der Bär nur auf mich? Kann der mal wieder auf seine anderen Freunde gehen? Aua! Lass mich in Ruhe. Eieiei. Okay, die Soldaten mussten wir jetzt gar nicht besiegen. Ich glaube, das waren alle. Die waren einfach jetzt weg. Der Bär war der Main-Gegner, okay. Cool aus, aber hat eine scheiß Fähigkeit, weil ich will ja eigentlich nicht getroffen werden. Hier gibt's wohl keine Monster. Machst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Alte Beute. Einmal alles mitnehmen hier. Und da hinten habe ich eine Kiste gesehen in der Ferne. Holy shit. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Bin ich da vorhin dran vorbeigelaufen? Hornstein. Ich habe überlegt, ob ich jetzt zu dem Monument da oben gehe, aber... Das Geschäft mit Kriegsgerät war eine Goldgrube für die Einheimischen. Ich gehe erstmal zu diesem Turm da. Richtig. Jokidi hat hier Waffen geschmiedet, oder? Ja. Ein Talent, für das sie in Sipol kaum noch eine Verwendung hat. Wir können neue Magie lernen. Die nehmen wir mal mit hier. Etwas gefunden? Ja, einiges.
Dann bin ich gespannt, was dieser Turm ist. Sieht sehr offiziell aus hier. Gegner keine. Frey, wärst du so nett und würdest dir den Turm genauer ansehen? Bin dabei. Klar. Ich denke, von dort können wir uns einen guten Überblick verschaffen. Du willst doch nicht, dass ich darauf steige. Oh nein. Oh nein, Assassin's Creed Ubisoft Türme. Obwohl das Spiel von Square Enix ist. Na, aber zum Glück gibt es anscheinend nicht so viele davon. Eieiei. Ohne Scheiß, so Map-Türme sind der Grund, warum ich keine Ubisoft-Games zocke. Also, abgesehen von manchen Assassin's Creeds, wenn mich das Setting anspricht. Lol, man kann damit sich sogar umgucken. Und dann kann ich mir die Sachen markieren. Das ist wie, ja, wie Zelda quasi. Nur, dass ich das nur an diesen Türmen machen. In Breath of the Wild kann ich das ja auch machen. Immer. Nur, dass ich das hier halt nur an diesen Türmen machen kann. Das Monument, das weiß ich ja. Da gibt es neue Fingernägel. Da gibt es einen neuen Umhang. Da gibt es ein Archiv, da gibt es viel zu tun. Aber da müssen wir auch in die Richtung. Von daher markieren wir uns nochmal die Sachen. Das hier ist Sylas Revier. Ihre Schergen werden dich sicher bald erbarmungslos jagen. Du meinst diese irren Soldaten? Sollen sie kommen? Genau die. Lass dich nicht umbringen, ja? Ich gebe mein Bestes. So weird, dass auf meinem Weg überall so Mana-Spuren liegen, denen ich einfach perfekt hinterherrennen kann. Aber irgendwie ist es auch cool. Was können wir denn an Zaubern lernen? Was haben wir denn Neues? Eine Tretmine. Veredeln. So viele Zauber gibt's gar nicht. Ich hoffe, das erweitert sich noch irgendwie. Komm, wir nehmen Veredeln. Einfach weil es so teuer ist und ich das sonst nicht mache. So, dann gehen wir mal darüber zu der 1. Es ist ein Monument anscheinend. Irgendwie sowas. Halt, was ist das? Wagen wir einen Blick. Sieht aus wie ein Monument, das halt keinen Bruchstein dran hat. Erinnerungen. Okay. Na, was meinst du? Machen wir ein paar Fieslinge platt? Hier ist wohl noch ein bisschen Blut vergießen. Was zur Hölle soll das? Besiege möglichst viele Gegner, bis die Zeit abläuft. Was? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Setze alle Gegner außer Gefecht, bevor die Zeit abläuft. Das sind Challenges. Uff. Weiß ja nicht, ob ich das gut finde. Okay, los geht's. Zeit, dass du Worten und Taten folgen lässt. Denen Zeit! Vorsicht! Es hat gesessen! Jetzt aber, Frey. Na dabei! Gleich kommt ein Knaller!
glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Ja. Guck mal, das sind ja mal einige. Dann mach doch einfach das Beste daraus. Muss ich wirklich? Hab dich. Hasta la vista, Baby. Ja. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Das wird lustig. Hallo. Kletter doch so hoch. What the fuck? Aber den werden Tretminen doch ganz gut gewesen. Du klingst fast enttäuscht. Wer ich? Oh nein, Schilddudes. Mir reicht's. Probieren Kopf. Was? Es klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Komm schon. Das ist deine Chance. Jetzt bist du dran. Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Ha! Die sind halt anstrengend. Das ist das Problem. Bonus für den ersten Abschluss, Mana. Nice. Mana mal 2. Mana mal 3. Mana mal 4. Mana mal 5. Und Felsengras. Höchste Stufe. Ja, nice. Okay. Werde ich nicht immer schaffen. Nice. Wie viel Mana habe ich denn jetzt bekommen? Ja gut. Ich habe jetzt 17 Mana. Ich dachte, das hätte sich jetzt hardcore gelohnt. Hier ist wohl noch ein bisschen Blut vergießen. Meine Mapmarker. Nee, meine Mapmarker sind nur da. Wo ist denn die 2? Da oben, ne? Das war die 2. Das ist eine Kiste und ein Gegner. Nee, die Luft ist nicht rein. Aber ich will die Kiste da. Aber was ist das? Ein Oger. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Oger klingt irgendwie gefährlich. Lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Vorsicht! Bist du bereit? Ah, er kann Sachen werfen, okay. Easy. Dann mal los! Will er zu mir laufen? Der Zauber ist besser. Der kommt aber nicht weit genug. Hm. Ich will nicht zu ihm hin. Der sieht nämlich aus, als ob er Aua machen würde. Okay. Mach dich auf
Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du nie einen Treffer. Nicht hilfreich. Oh ja. Ich glaube, wenn der mich trifft, macht der Aua. Nee, das Kunst weg. Nimm das. Das wird lustig. Ich glaub, böse Aua. Das wird dir schmecken. Weil der so langsame Angriffe hat. Und alles, was langsame Angriffe hat, macht Aua. Obwohl, der Bär hatte schnelle Angriffe und hat Aua gemacht. Das wird lustig. Was ist das? Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Oh, yeah. Ich hoffe, er hat keine zweite Phase oder so. Oh, knapp. Ich glaube, der hätte wehgetan, der Angriff. Boah. Okay. Beachte ich auch. Sehr schön. Kann da links auch hoch? Warum? Machen wir einfach mal. Die Mana Trails verraten einen irgendwie krasse Wege. Ist hier eine Kiste? Tatsache. Okay, da sind einige Gegner drin. Na komm. Schade. Mit dem Wandsprung echt hoch. Verdammt anders aus als Ingenun. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, den sie hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Fort Wilkie, eliminiere den Feind. Welchen? Alle? Ich spüre Feinde in der Nähe. Oh, nee, da ist was Großes. Ja, ja. Augen auf, schon kapiert. Nicht gut, das wird anstrengend. Und jetzt ist der Bär auch noch wach, warum? Ha. Alles klar. Meine Schüsse kommen nicht so weit. Okay. Für meinen nächsten Trick? Kannst du so weit schießen? Nee, schade. Ich hab keinen Bock, den Bär zu triggern. Der Rede wert, was wir davon gefunden haben. Stimmt. Abgesehen von der Horde hirnloser, mörderischer Monster. Ja. Ja, die will aber keiner. Naja, gehen wir mal runter. Okay, hier sind keine Gegner. Das ist ein Bär mit einer goldenen Maske. Das gefällt mir nicht. Der macht bestimmt Aua. New York. Und weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Oh Gott, wie oft sich die Sachen schon wiederholt haben jetzt, ne? Das ist irgendwie sad.
Kann der Bär bitte nicht kommen? Uff. Boah. Wie die alle auf mich zugerannt kommen. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Also. Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Nur ein bisschen. Kann der Bär ja. Kann er ja. Also, dass die überall hoch können, ist echt wild. Ich meine, das ist aber auch gut, weil sonst könnte sie die zu sehr cheesen. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Hä? Wo kommt er denn her? Boah, geht das weit. Er kriegt so wenig Damage, dieser Bär, ne? Oh. Okay. Dane, zeig dich. Scheiße. Ja. Da hat die Treppe mich gebaitet. Was macht man nicht alles für neue Fingernägel? Probieren kostet nichts. Hat er das jetzt schon gemacht? Oh. Fessel natürlich voll daneben gehauen. Danke dafür. Oh, come on. Really? Gleich gibt's aufs Maul. Ich weiß halt nicht, welcher Schuss besser ist gegen ihn. Macht der im Schnitt mehr Damage? Man weiß es nicht. Glaub schon. Alles klar. Oh. Oh, er hittet mich halt. Yep. Und ab damit. Und ist aber nicht lange gefesselt. Eieieiei.
Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Schubmagie aufgeladen wird. Langsam habe ich den Bogen raus. Den Eindruck habe ich auch. Das war viel zu anstrengend. Nichts und niemand zu sehen. Ich glaube, ich mache das Zeug irgendwie zu früh. Wieso versehentlich? Ja. Geh da hoch. Aber wenn ich das Zeug zu früh mache. Heißt das, ich bin später OP? die 3 ist da. Oh, nee. Etwas. Wie sollen wir vorgehen? Ach, wir könnten es einfach ignorieren. Nee, wir können einfach die Kiste nehmen und gehen. Ach, die Luft ist staubtrocken. Gute alte Sailor. Jeglicher Komfort war ihr ein Dorn im Auge. Lach so, ob ich die mache, dauert ja ewig für die Kiste. Die Kiste sind eh nur Steine. Ach. Checken eh nix. Easy. So. Apropos Enosteine, bevor ich da gleich reingehe, werde ich ein Lager aufmachen, Sachen aufwerten und vielleicht Tränke herstellen. Weil da drin wartet ja auch wieder ein Boss auf mich am Ende. Gefahr wo? Feuerholz, perfekt. Ich wollte da eh das Lager aufschlagen. Alter, guck mal, eine Festung. Eine gute Gelegenheit, unsere Muskeln spielen zu lassen. Hab ich gesagt, dass wir reingehen? So. Kurze Pause. Hier sollen ja, hier sollten keine Gegner sein. Ich habe ja gescannt. Blutspross, Bleispross, Schillerspross, Himmelspross, Schubmagie. Okay, aufwerten. So, warte mal. Schubmagie lädt sich schneller auf, wenn Reif blockt. Ich finde... Ja, aber der hat Verteidigung 3. Scheiße. Wenn Gegner besiegt wird, automatisch Heilung ausgelöst. Ist immer gut. Und ein violetter Magieboost ist auch gut. Ich zieh den an. Den kriegen wir jetzt easy. Nicht easy, weil wir Blocksteine brauchen. Was brauchen wir für den? Na, ich glaube, ab einem gewissen Level brauchst du Blocksteine. Aber ein bisschen weniger TP, aber... Der violette Magie. Also der ist besser. Gebet ist besser. Deutlich. Den lassen wir an. Wir ziehen aber den roten Umhang jetzt an gleich. Und erhöhen Materialbeutel.
Viele Tränke habe ich. Machen wir noch einen. Mal kurz ausruhen. Also, sollen wir uns in Bewegung setzen? Und verlassen. Sekunde. Und den anderen Umhang noch anziehen. Natürlich nice, dass man die sogar sieht. Aber, oh, Verteidigung geht doch noch höher mit dem. Ah, weil der Verteidigung plus 5 hat. Ja, okay. Okay, ich dachte, dass durch das der Basic 3 Verteidigung hat, ist der vielleicht trotzdem besser, aber nee. Der ist immer noch geiler. Okay. Wir können noch Magie lernen, bestimmt. Das kann aufgewertet. Das ist aufgewertet. Wir lernen mal die Tretmine. Trifft mindestens 3 Gegner gleichzeitig mit einem einzigen Angriff. Habe ich nicht einmal geschafft bis jetzt. Wow. Okay. Ich will eine Reihe runter. Danke. 76 brauche ich dafür. Mal speichern. Wow, ziemlich beeindruckend. Mein Interesse ist. Hier gibt es auch noch einen Umhang.